Viel Gemüse, wenig Fleisch. Dafür Fisch oder Muscheln. Obst und Salate. Lauter Sachen, die schlank machen. Aber bitte mit Genuss. Wir haben uns neue Sachen dafür ausgedacht. Bleiben Sie dran. Come on, come on. Good food. Immer wenn die Tage länger werden und man die Hoffnung auf den Frühling schon spürt, dann spürt man leider auch, dass die Rockbünde kneifen. Und wenn man die dicken Pullover ausgezogen hat, dann sieht man auch diese Röllchen, die man gar nicht mag. Ja, vielleicht. Vielleicht hat man sich aber auch diszipliniert. So wie du. Ja. Es ist aber schon so, man sollte im Frühjahr ein bisschen auf sich achten. Dabei genügt es nicht, dass man nur rausgeht und ordentlich Sport treibt oder spazieren geht, sondern man muss auch ein bisschen seine Kalorien einschränken. Ja, überhaupt muss man Sachen essen, die eben schlank machen. Und ich behaupte ja immer, die machen nicht nur schlank, sondern wenn man dann sieht, was daraus für einen Erfolg erwachsen ist, dann machen sie auch schön. Und schön ist man auch, wenn man mit Genuss isst. Also sollte man sich was Gutes gönnen. Nicht sparen an irgendwelchen Dingen, sondern das essen, was von Natur aus wenig Kalorien hat, zum Beispiel Muscheln. Und ich fange mal an, die Gewürzgemüse anzubraten und dazu brauche ich ein Öl. Das sollte ein gutes Olivenöl sein und wir sparen zwar an der Menge, aber nicht an der Qualität. Das sowieso. So, ein Esslöffel in so einem Topf genügt vollkommen. Ich habe hier übrigens mehr Möhren, als man normalerweise für so ein Gericht braucht, weil ich denke, wir machen geradezu einen Eintopf mit den Muscheln. Also die Möhren sind dann die Hauptsache, wenn man so will. Jetzt habe ich als erstes die Zwiebeln hier reingetan und die werden jetzt ein bisschen angedünstet. Die sollen gerade eben glasig werden, nicht rösten. Die Möhren habe ich längs mit dem Hobel in Pommes frites breite Stifte geschnitten und dann quer in diese Würfel. Die gebe ich dazu und ich würze auch sofort mit vom Moritz liebevoll und perfekt vorbereiteten Knoblauch. Der kommt dazu. Dann kommt Chili dazu. Wie viel Sie nehmen, überlasse ich Ihrem Gusto. Und das wird sofort gewürzt mit ein bisschen Salz auf jeden Fall und Pfeffer. So. Den Pfeffer müssen wir uns noch holen. Und dann dünsten wir das zunächst mal im eigenen Saft auf kleinem Feuer mindestens 10 bis 15 Minuten lang, bis die Möhren schön angenehm weich sind. Denn die Muscheln nachher, die sind ja im Handumdrehen fertig. Ja, das ist ja sehr praktisch inzwischen. Die Muscheln, die sind immer in so einer Packung jetzt. Darin halten sie hervorragend frisch und sie sind vorgewaschen. Das heißt, ich werde sie jetzt noch einmal waschen, auch um zu überprüfen, ob sie alle gut sind. Dazu kommen sie in einen Durchschlag. Und dann sieht man welche, die sind hier so ein bisschen offen. Und dann lassen wir hier ein Wasser rein. Und wenn sie sich dann nicht mehr bewegen, dann suchen wir sie raus. Und diese Möhrenschalen. Die sind natürlich wie immer kein Abfall, sondern die kommen in den Suppentopf. Dann haben wir ja auch hier diese ganzen Stiele von der Petersilie, die so stabil und würzig sind, dass die auch noch mächtig Geschmack abgeben. Sehr gut. Und da brauchen wir nur noch ein bisschen Wasser drauf. Genau. Ein paar Pfefferkörner und ein bisschen Salz. Und das lassen wir kochen. Und was immer an Abschnitten jetzt infolge unserer Zubereitungen noch hinzukommen, am Ende haben wir eine wunderbare Gemüsebrühe. Dann kann ich ja mal schnell gucken, ob unsere Möhren gut sind. Ich gehe gleich mal hier rüber und schneide noch mal. Und nun kommt die Petersilie rein. Die kann ich mir hier gerade schon mal nehmen. Ja. Wenn man das, und ich schneide hier nämlich gerade noch etwas Fenchelgrün. Wenn Sie mal einen Fenchel haben, wir hatten den gestern, dann nimmt man diese Blättchen raus, wenn man sie nicht braucht, bewahrt sie sich auf, um irgendwas zu würzen. Schmecken praktisch wie der Würzfenchel, nicht ganz so stark, aber ist eben was sehr, sehr Schönes im Geschmack. Und zu Muscheln passen die hervorragend. Zu Muscheln, genau. Ja. Zu Fisch und Meeresfrüchten einfach ideal. Jetzt haben wir das also schön grün gesprenkelt. Und wenn man diese Möhren jetzt versucht, dann sind die, haben die genau den richtigen Biss, den ich mir vorstelle. Denn jetzt kommt ein Schuss Wein dazu. Und der Wein, der sorgt dafür,
dass der Garprozess gestoppt wird und die Möhren werden jetzt nicht mehr weicher. Und zwar ist das ein Riesling. Der Kochwein ist der Wein, den der Koch in sich reinschüttet. Ich habe da nichts in mich reingeschüttet. Ja, ich habe mich gewundert. Ich habe nur dran gerochen, aber ein Kork hat er nicht. War eigentlich unnötig, weil er hat ja Schraubverschluss. Aber das macht man einfach irgendwie automatisch. Ich gehe jetzt mit der Hitze ein bisschen höher. Denn wenn die Muscheln reinkommen, dann darf das ruhig nun heftig kochen. Rein damit. Die sind nur gut abgetropft. Einmal so ein bisschen vermischen. Deckel drauf. Und jetzt ordentlich kochen lassen. Und es dauert nicht länger als 3 bis 5 Minuten, höchstens. Und dann können wir servieren. Und wenn die Muscheln gar sind, dann sollte alles schön schnell gehen. Genau, dann nehmen wir mit einer Kelle das gleich raus. Ruhig, alles miteinander, auch von der Brühe. Und wenn wir jetzt essen, dann kann man sich entweder einfach damit beschäftigen, indem man die rauszupft und sich in seinen Teller gibt. Gibt es immer einen Teller für die Schalen? Und das finde ich jetzt auch ganz wichtig. Das ist nämlich das Schöne bei den Muscheln, wenn man so Muschel für Muschel aus der Schale löst und zum Munde führt. Ein langsames Vergnügen. Man schlingt nicht, sondern man isst mit Vergnügen und schmeckt den einzelnen Muscheln nach. Das ist Genuss. Bisschen Weißbrot dazu ist gestattet und ein bisschen Weißwein ist auch gestattet. Aber natürlich nur ein Glas und sich darauf beschränken. Ein kleines Glas. Bleiben wir beim Fisch fürs nächste Gericht. Hier habe ich eine Forelle, eine Bachforelle, die man erkennt an diesen kleinen roten Punkten. Und ich habe sie beim Fischhändler schon ausnehmen lassen. Die sind ausgewaschen und schön sauber innen. Das ist immer ganz wichtig. Ich habe außerdem vorbereitet eine Kartoffel, beziehungsweise zwei. Ja, und ich habe hier in einen großen, breiten Topf, damit der ganze Fisch reinpasst. Und da erhitze ich jetzt einen Esslöffel Olivenöl drin und dann wieder kommt die Zwiebel rein als erstes. Und in diesem Fall lasse ich den Knoblauch noch ein Momentchen draußen, weil wir geben jetzt dann noch die Kartoffeln dazu. Genau, da komme ich gerade damit. Dann habe ich noch eine dünne Lauchstange geputzt und in Scheiben geschnitten natürlich. Dann nehme ich jetzt den Lauch, der übrig geblieben ist, also das Grüne und der obere Teil. Der kommt jetzt auch wieder in unsere Brühe. Und außerdem die Petersilienstängel, die hier übrig sind. Jetzt werden die Kartoffeln und die Zwiebeln gewürzt. Salz, Pfeffer. Und den Pfeffer, den gebe ich jetzt mal erst hier in die Hand. Und dann den Pfeffer hier locker reinstreuen. So ist die Pfeffermühle unten nicht im Dampf, weil das würde ja das Mahlwerk verkleben. Und so. Auch jetzt wird, ich tue den Knoblauch noch dazu. Und dann füllen wir mit Wasser auf. So, soll alles bedeckt sein. Legen den Deckel auf und lassen die Kartoffeln und die Zwiebeln erstmal weich kochen. Das dauert ungefähr 10 Minuten, 15. Die Kartoffeln sollten bereits gar sein, bevor der Rest dazu kommt. Dann wollen wir mal schauen, wie weit die Kartoffeln sind. Oh ja, die sind. Wir können weitermachen. Okay, dann nehme ich den Deckel gleich ab. Es kommt nämlich jetzt hinzu noch eine Lauchstange. Die habe ich in Ringe geschnitten. Die verteilen wir hier drin. Und dann haben wir noch Bleichsellerie. Der muss jetzt auch rein. Und dann kommt unser Fisch, der jetzt innen noch gesalzen wird, damit er auf jeden Fall genügend davon abkriegt. Einfach hier so ein bisschen Salz reinstreuen, das reicht schon. Er kommt aber erst rein, wenn du mit dem Gemüse soweit bist. Ja, ich kann dem Sellerie natürlich auch die Blätter zurücklegen und dann nachher mit der Petersilie reintun. Genau. So, das lassen wir jetzt auch noch mal aufkochen, bevor die Forelle reinkommt. Und jetzt ist natürlich das Problem, passt der Fisch rein? Der passt zum Beispiel hier rein. Das ist wunderbar. Kein Problem. Wir schieben den so zwischen das Gemüse, damit er hier unten in der Flüssigkeit liegt, legen den Deckel drauf und lassen ihn jetzt erstmal 5 Minuten von der einen Seite gar ziehen. Und dann drehen wir ihn um und lassen ihn noch mal 5 Minuten ziehen. Der Fisch müsste jetzt okay sein. Nimm mal bitte den Deckel weg. Den habe ich nach der halben Zeit, also nach gut 5 Minuten, habe ich ihn umgedreht. Und den hebe ich mir jetzt raus, nachdem ich allerdings den Kopf abgetrennt habe. Den brauche ich nicht. Und der kann jetzt noch mal ein bisschen mitkochen.
beziehungsweise kochen darf ja, der natürlich der nicht. Der kann jetzt auch richtig köcheln. Ja. Der Kopf ist insofern toll. Hier, guck mal, bei der Forelle ist ja im Kopf das Bäckchen. Und das nehmen wir uns das natürlich schon raus. Das nehmen wir raus, ja. Und ups. Ich nehme inzwischen die Haut ab und ziehe jetzt das Fleisch von den Gräten. So muss er aussehen. Und dann jetzt brauche ich noch als Würze hierzu. Ich habe also Petersilie und die Sellerieblätter rein. Und die können jetzt hier noch mal gerade ein bisschen mit aufkochen. Und jetzt brauche ich als Würze Safran. Safran ist ja ein macht nicht nur besonders den schönes Fischgewürz. Ja. Genau. Und das werde ich jetzt hier, habt eine Tasse, da kann man ein bisschen Brühe reingeben, heiße. Ja, ich habe doch hier dieses wunderbare Messing. Also. Mörserchen, das haben wir mal aus Spanien mitgebracht. Ich habe es noch nie hier gesehen und finde es wunderbar für das Safran. Das ist natürlich ganz raffiniert. Das ist speziell für Safran, ja. Aber ansonsten eine Espresso-Tasse mit einem Löffel geht natürlich ebenso gut. Das geht auch wunderbar. Jetzt muss man hier ein paar Fäden rausholen. Nur so ein bisschen, das reicht vollkommen. Und dann kommt ein bisschen heiße Brühe dran. Jetzt einmal umrühren. Ups, da ist gut, dass ich den Löffel da habe. Das ist nämlich mein Löffel, den ich mir schon vorher geholt habe. Habe ich dir weggenommen. Jetzt rührt man das ein bisschen ein und sie werden jetzt angelöst und dann kommen sie hier rein. Jetzt nehme ich den Kopf eben auch raus, den brauchen wir nicht mehr. Und stattdessen geben wir diese Fischstücke rein. Und du solltest mal probieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, ich bin das jetzt erstmal schon. Jetzt nehmen wir den Löffel weg, den brauche ich für meine Fischstücke. Ja, gut. Dann probiere ich mit diesem kleinen Löffel, das genügt auch vollkommen. So. Perfekt, einen oder? Kleinen Tropfen Zitrone, glaube ich. Oh, das schön. Ist eine gute Idee. Ein bisschen Säure mag jeder Fisch. Und jetzt muss man doch sagen, das sieht doch schon mal sehr appetitlich und verlockend aus und ist ein herrliches Gericht, mit dem zwei Personen froh und glücklich werden. Und schlank und schön, wie ich behaupte. Ja, das kriegen wir hin. Dann werde ich das mal anrichten. Holen wir mal den Teller hier rüber. Und dann... So, das nehme ich mal weg hier. Der Duft ist gut. Ja. Und wie viel hätte jetzt das pro Person an Kalorien? Das sind, glaube ich, 280. Wenn 280 Kilokalorien pro Person mit dem Scheibchen Brot noch dazu eventuell. Und diese große Menge, ich meine, da hat man ordentlich dran zu essen. Und ja. Geht nicht hungrig vom Tisch. Nein. Und dann kommt natürlich auch was aus dem Wok vor. Denn nirgendwo kann man besser sich Rezepte abgucken wie in der chinesischen Küche. Die sparen mit allem, auch mit Kalorien. Ja, vor allem braucht man ganz wenig Öl in diesem Rund unten. Genau. Und deswegen ist es ganz bestens geeignet. Und das und Hühnerfleisch? Ich habe hier, du willst ein Hühnerfleisch schneiden und ich will eine Zwiebel schneiden. Will okay, noch mal kurz mach das. Zeigen, wie das geht. Die schneidet man in solche Segmente und da schneidet man immer zur Mitte hin, so. Und dann hat man das wunderbar, wie die Chinesen das machen. Und jetzt zeige ich noch geschwind die Korianderwurzel. Wenn man den Koriander nämlich in Asien kauft, dann ist immer die Wurzel dran. Das ist dort ein sehr beliebtes Gewürz. Und mit diesem unteren Teil zusammen schneide ich jetzt das einfach in solche Stückchen. Und dann kann das zusammen mit dem Knoblauch, Chili und Ingwer dazu in den Wok kommen, wenn Martina anfängt dort zu rühren. Außerdem brauchen wir als Hauptstück ein bisschen Hühnerbrust. 200 Gramm für zwei Personen, das ist wirklich nicht viel und Sie werden nichts vermissen. Denn reichlich verwenden wir Chinakohl und da nimmt man die Blätter, unten schneidet man am besten hier diese Abrisskante ab. Und das habe ich hier schon vorbereitet. Die dicken Strunkteile, die werden in schmale Streifen geschnitten. Und das Blättrige, das darf ein bisschen breiter sein. So kommen wir dann wieder mit der gleichen Garzeit aus. Und dann habe ich hier Frühlingszwiebeln. Und dieses hier, das sind die berühmten Mu'er-Pilze oder auch chinesische Morcheln genannt. Die kauft man getrocknet und dann sehen sie so aus, diese Krümel hier. Die werden mit warmem Wasser übergossen und man lässt sie einweichen. In 5 Minuten sehen sie dann so aus. Und das nehme ich mir jetzt raus aus dem Einweichwasser. Einweichwasser aufheben, brauchen wir noch. Und schneide auch das in Stücke, einfach mit dem großen Messer quer so ein paar Mal durchschneiden. Dann haben wir die appetitlich zerkleinert.
Und die Hühnerbrust, die ist in feine Scheibchen geschnitten. Und dann habe ich die Scheibchen noch mal quer in Streifen geschnitten. Das wäre also ungefähr alles. Denn das ist das Wichtige in der chinesischen Küche, alles in gleicher Form haben. Und dann nehme ich hierfür ein bisschen Speisestärke. Das ist der wichtige Trick aus der chinesischen Küche, der dafür sorgt, dass nachher das Fleisch schön saftig bleibt. Einfach mit ein bisschen Sesamöl über das in Streifen geschnittene Fleisch geben und gut durchkneten. Und dadurch wird das Fleisch besonders zart. Ein einfacher Trick. Und an solchen einfachen, kleinen Mengen sollte man nie sparen, denn es soll Spaß machen, es soll schmecken. Und nicht diese Ersatzlösungen, die immer wieder in Diäten angeboten werden, wo alles, was gut ist, weggelassen wird. Und die einen frustrieren. Und dann ist es ja, dann hat man einen Flunsch und ist gar nicht schön. Das ist jetzt ein Esslöffel gewesen. Hier. Ein Esslöffel neutrales Öl und ein Spritzer vom berühmten chinesischen Sesamöl. Das ist geröstete Sesamöl, das dafür sorgt, dass es diesen nussigen Geschmack bekommt. Jetzt habe ich das geschnittene Fleisch und jetzt setze ich das in dieses Öl, gebe aber sofort einen kleinen Prise Salz drauf, wasche mir schnell die Hände, weil ich habe ja Geflügel angefasst und dann kann es weitergehen. Jetzt kommen die Würzzutaten dazu. Ingwer, Knoblauch, Chili. Einfach immer wieder wiederkehrende Grundwürze. Dann die Zwiebeln, bitte. Jawohl. Und den Koriander, den gebe ich dir auch gleich mit rein. Den Korianderwurzel. Wurzel. Dann kriege ich nämlich auch hier die Frühlingszwiebeln, das Weiße zuerst und die Pilze. Und Platz in der Mitte machen. Und wenn so eine große Menge von Gemüse dazu kommt, gleich eine kleine Prise Salz drauf geben. Jetzt kommt das Feine, die blättrige Seite vom Chinakohl. Und es darf auch gleich die Frühlingszwiebel dazu. Und nochmal schön alles umherwirbeln. Das Ideale für so einen Wok ist natürlich Induktion. Wenn Sie keine Induktion haben, dann müssten Sie eine Gasflamme verwenden. Oder es gibt für Elektroplatten gibt's auch den ganz normalen abgeplatteten. Und ganz wichtig, kein Wok aus Gusseisen. Weil Gusseisen ist für den Wok absolut ungeeignetes Material. Jetzt kommt ein Schuss Austernsoße dazu, ungefähr ein Esslöffel. Ein Spritzer Sojasauce. So. Und jetzt haben wir ja noch die Einweichflüssigkeit von unseren Pilzen. Und da gießen wir jetzt einen kleinen Schuss vom Rand her hin. Also nicht alles, sondern nur einen Teil. So, und jetzt können die Kräuter noch drauf und dann können wir schon servieren. Hier gemischt die Koriander und Basilikum, Thai-Basilikumblätter. Jawohl. Sieht es nicht traumhaft aus? Und es ist wirklich ein absolut authentischer Geschmack. Und es ist eine enorme Menge. Das ist für zwei Personen. Da können Sie gerne noch jemanden dazu einladen. Oder man kann sich eben auch ein bisschen Reis dazu leisten, was ich immer ganz toll finde. Und dann kann serviert werden. Den Reis habe ich natürlich wie immer den Reiskocher machen lassen. So, und entweder tut man sich den auf ein getrenntes Schüsselchen oder direkt auf den Teller. Ich komme jetzt mit dem... Entschuldige, das ist ja eine gute Idee. Und dann kommt der Rest auf den Teller. Und ich mache so lange einen Drink. Und da presse ich jetzt als erstes in dieses Wasser eine Limette. Jetzt kommen rein Minzeblättchen, dann das Thai-Basilikum und ein bisschen Ingwer. So. Und das wird jetzt gemixt? Und das wird jetzt gemixt. Bitte sehr. Ja, mach mal. Dann kann ich gleich die Gläser hier holen. Ja, das reicht schon, das reicht schon. Die ganzen Zutaten geben ihren Geschmack ab. Und das wird nun abgeseiht. Und dann vielleicht so ein Stückchen Limette noch rein? So ein Riss, da habe ich dafür vorgesehen. Du kannst natürlich auch ein Stückchen Limette reintun. So, das darf drin schwimmen. Sieht super aus. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es schmeckt. Duften tut es jedenfalls gut. Was ist denn? Sehr erfrischend, wirklich gut. Da haben wir das halbe Asien. Das ist leicht und passt prima hierzu. Möchtest du? Das ist einfach immer köstlich. Ganz wenig Öl. Das ist das. Wie viele Kalorien hat denn das pro Person? 120 oder sowas. Also nichts. Das ist wirklich was Tolles. Und wie gesagt, dann kann man eben sich noch ein bisschen Reis gönnen und ist glücklich und fröhlich und merkt gar nicht, dass er Diät hält.
Und zum Schluss backen wir auch noch einen Kuchen, denn auch der ist, also ein Stück davon, natürlich erlaubt. Ja, und dafür brauchen wir Orangen. Ein Orangenkuchen, aber ein ganz besonderer. Und am besten kaufen Sie dafür Orangen, die bio sind, aber vor allem die Schale muss unbehandelt sein. Das muss draufstehen, die Schale ist unbehandelt. Wir nehmen die nämlich mit Schale und da kommen sie in Wasser und werden gekocht. Und was man auf jeden Fall machen muss, ist trotzdem vorher sie abwaschen und dann hier diesen, da ist sie angewachsen, an dem Baum, das muss weg. So, also der Stielansatz. Die Orangen kommen in einen Topf, in den sie genau reinpassen und sie werden knapp mit Wasser bedeckt und dann werden sie gekocht und zwar nur in leise ziehendem Wasser ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Die Orangen für unseren Kuchen haben jetzt eine Dreiviertelstunde gekocht, dann haben wir sie ein bisschen abkühlen lassen, damit man sie auch anfassen kann. Trotzdem hier zum Rausheben geht es mit den Löffeln natürlich wesentlich besser. Und jetzt schneide ich die auf und gucken, ob Kerne drin sind. Das sieht hier bei dieser Orange schon sehr gut aus. Da ist überhaupt nichts drin. Und ich habe in der Zwischenzeit schon Eier getrennt. Wir brauchen insgesamt 6 Stück. Das Eiweiß gebe ich in die Küchenmaschine und lasse diese dann aus dem Eiweiß schönen, stabilen Eischnee schlagen. Die hat mehr Geduld als ich und macht das klaglos. Und zwar braucht es eine Prise Salz. Die kann man gleich dazugeben. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Immer ein bisschen Flüssigkeit runterdrücken und dann die Schale nehmen. Genau. Die 6 Eigelb werden, jetzt machen wir Krach, alle beide, mit dem Handrührer dick und cremig geschlagen. Und während des Schlagens gibt man 125 Gramm Zucker dazu. Jetzt kommt ein bisschen gemahlene Nelke dazu. Die Eigelb sind zu einem schönen, dicken, festen, stabilen Creme geschlagen. Wie gesagt, ein bisschen Nelke habe ich dran. Und jetzt kommt auch noch ein bisschen Zimt. Mit dem muss man immer aufpassen, dass es nicht gleich nach Weihnachten schmeckt. Und dann kommt eben hinzu, gibst du mir mal einen Gummischaber, das gesamte Püree. Und dann kannst du die Mandeln nehmen und mir während des Rührens hinzuschütten. Also gemahlene Mandeln, 300 Gramm. Und das wird jetzt langsam untergeschlagen. Ist gut, du passt mal rein. Ja. Jawohl. Und fällt Ihnen was auf? Es ist keine Butter drin und kein Mehl. Also das ist ein geniales Rezept. Das stammt aus Spanien und das ist wirklich ein unfassbar guter Kuchen, der dadurch sehr fruchtig und saftig ist und sehr schön lange hält. Da kommen dann noch jetzt geschlagene Eiweiß rein. Genau, der kommt dann hier drunter. Na, das sieht ja jetzt schon ganz gut aus. Dann bring ihn mir her. Ja. Ich gebe jetzt erst, wo der Schnee fertig ist, das Backpulver rein. Würde ich das schon vorher reintun, dann verpufft die Wirkung. Das geht ziemlich schnell, dass dann überhaupt gar nichts mehr hochgeht. Sondern dann treibt es und dann tut man ganz Trieb wieder raus. Zuerst rühren wir eine kleine Portion richtig unter, damit die Masse ein bisschen aufgelockert wird. Und dann kommt der Rest. Und dann könntest du nämlich die Form schon mal einfetten. Aha, wo haben wir eine Butter? Nee, nimm doch ruhig den Spray, da sparen wir dann wieder Kalorien. Ne? Ja, gut. Diesen wunderbaren Backspray, das finde ich, ist eine tolle Erfindung. So. So, und jetzt schön vorsichtig unterheben. So, das duftet jetzt schon gut, ne? Das sieht auch irre aus. Und jetzt füllen wir das hier ein. Und dann kommt das in den Backofen. So, und das jetzt schön glatt streichen. Das ist ein bisschen dunkel. Und in den vorgeheizten Ofen. Ich habe jetzt auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Schmeckt wirklich gut. Und dort backt es ungefähr eine knappe Stunde. Und zwar auf die unterste Schiene schieben. Immer darauf achten, ich werde es oft gefragt, in welche Schiene soll man eigentlich die Form schieben. Immer so, dass die Mitte des Kuchens in der Mitte des Backofens ist. Und dafür in die unterste Schiene und dann sehen Sie schon, das ist genau die richtige Höhe. So, der Kuchen ist fertig. Jetzt wird er vom Rand geschnitten und genau, das kommt weg.
Gitter drauflegen und dann stürzen wir das auf die andere Seite. Und jetzt müssen wir gucken, wie weit wir das hier behutsam loskriegen. Okay, oh, da ist ein bisschen hängen geblieben. Ja, pass auf, so. Das muss jetzt auskühlen und nachher stürzen wir es wieder zurück. Und verraten nichts. Und dann habe ich ja noch einen Nachtisch versprochen. Und zwar nehmen wir auch dafür wieder die Orangen. Und zwar genau ganz dünn abschälen, mit dem Sparschäler am besten. Und wenn man das schön abgeschnitten hat, dann nimmt man ein großes, scharfes Messer und schneidet diese Schalen in haarfeine Zesten. Also ich lege immer so ein ganzes Päckchen aufeinander und jetzt so fein es geht. So. Und du bist jetzt so lieb und schneidest diese weiße Haut ab. Ja. Und wenn du es dann in schön die Haut entfernt hast, dann kannst du es quer in Scheiben schneiden und hier auf diese Platte drapieren. So, wenn man jetzt diese wunderbaren Haufen von Zesten hat, dann braucht man einen Löffel Zucker und den lassen wir in einer Pfanne schmelzen. Also wirklich nur einen Löffel, so ein bisschen verstreuen. Das ist ein Teelöffel. Dann brauchen wir Orangenlikör. Mit dem wird das dann abgelöscht, wenn die Zesten in dem geschmolzenen Zucker gebadet haben. Jetzt sieht man, wie der Zucker schmilzt. Und jetzt kommen die Zesten rein. Ich muss hier leider immer um Moritz rumgehen. Ja, das hilft jetzt nichts. Ich halte es noch ein bisschen. Und jetzt kommen die Zesten rein. Die werden jetzt natürlich in diesem Karamell gewendet und vermischt damit. Jetzt schwitzt die Schale ihre ätherischen Öle aus und verbindet sich mit dem Zucker. Und dann brauchen wir den Orangenlikör. 2 Esslöffel. Ich muss gestehen, 20 Sekunden. Wunderbar. Das riecht toll, ne? Ja, ich liebe das sehr. So, das wird jetzt hier da drauf verteilt. Und weil die Zesten eben so ein bisschen Zucker bekommen haben und diese Würze durch den Likör, schmeckt es einfach umwerfend. Und was außerdem dazu schön schmeckt, sind geröstete, grob gehackte Haselnüsse. Och, die haben aber gar keine Kalorien. Dafür haben meine Minzeblättchen unglaublich viel Kalorien. Wie viel Gramm sind das für 2 Personen? 10. Ja, also gut, dann lasse ich mich bereit. Wenn ich jetzt noch eine wegesse, sind es 9. Wunderbar. Na, wenn der nicht toll aussieht, unser Orangenkuchen. Normalerweise würde man ja Puderzucker drüber stäuben. Aber es ist ja völlig unnötig. Und die Kalorien sparen wir uns gern. Jetzt hast du den ja ruhig nochmal umgedreht. So ist er ja schöner. Und wir brauchen die anderen nicht so schönen Stellen gar nicht zu bedecken. Ist so doch wunderbar. Ist es. Dann schneiden wir den jetzt in Stücke. Und zwar schneidet man einen Kuchen entweder in 12 oder in 16 Stücke. 12 Stücke ergeben Portionsstücke von 200 Kalorien. Ja, man muss den ja nicht auf einmal aufessen, sondern kann ihn wunderbar einfrieren. Ne? Genau. Und dann kann man das einzeln einpacken und einfrieren. Und wenn man Lust auf was Süßes hat, dann weiß man ja, wo man sich bedienen kann. So. Und wir teilen uns jetzt so ein Stück. Das ist ja wunderbar. Und dann können wir noch ein bisschen was von dem Dessert dazu tun. Zum Beispiel. Ja, komm. Schau. So. Und einen Kaffee dazu oder einen Espresso. Espresso hat ja keine Kalorien, wenn man wie wir ohne Zucker und ohne Milch trinkt oder genau. Sahne. Machen wir immer. Also ich hoffe, wir haben Ihnen heute ein paar Ideen gegeben, wie man schlank und schön wird. Bis dann also. Tschüss.